Hi bei Pardaut, ich bin der Nico und ich spiele wieder Final Fantasy 15. In der heutigen Folge mache ich ein paar Jagdaufträge und vielleicht schaffe ich auch noch den Hauptauftrag, der Deal mit Dino, wo ich immer noch Rohedelsteine irgendwo sammeln muss. Aber ich werde jetzt erstmal Aufbäumen der Gejagten machen, dann muss ich 2 Mega-Marais und 4 Mesmerais besiegen im Langwiete-Pass. Und das sind ungefähr 400 Meter von hier. Pronto. Ich werde das dann mal vorspulen, wenn ich dran denke. So, auf dem Weg zu Aufbäumen der Gejagten gibt es auch eine Fundstelle, die ist hier. Und die nehme ich jetzt mal mit und gucken, was da drin ist. Ein grünes Halsband. So, dann kann ich die andere Fundstelle, die es noch gab, die hier... Ah, falscher Knopf! Nein! Nicht. Kann ich mir die hier auch als Ziel markieren? Und was habe ich bekommen? Grünes Halsband. Was kann das denn? Wir schauen mal eben. Noctis... grünes Halsband. Ein grünes Halsband aus glänzendem Leder beschleunigt die LP-Regeneration merklich. Nur, dann mache ich das. Und da war irgendwas mit Kleidung. Königliche Kampfuniform, was habe ich denn noch? Ohne Jacke, sieht man das sofort? Ja. Na ja, gut, dann werden die Werte auch... Da ist Angriff besser, aber LP geht runter. Freizeitkleidung ist einfach nur alles schlechter, glaube ich. Oh Gott, sehe ich auch wirklich schrecklich aus mit. Nee, ich bleib mal bei der königlichen Kampfuniform. Wie ist es bei ihm? Freizeitkleidung? Gott, Digi, nein. Gut, bei ihm könnte ich höchstens auf Angriff gehen. Mit, wenn ich ohne Jacke mache. Ja, komm, hier ohne Jacke. Wie ist es bei ihm? Ohne Jacke sieht so aus. Freizeitkleidung? Leicht und normale Freizeitkleidung? Nee, du kannst so bleiben, wie du bist. Ich glaube, bei ihnen auf Angriff gehen ist auch doof. Dann hat er ja... Er hat so schon so wenig LP. Nee, er behält sein Standard-Outfit. Ich habe immer noch keine Nebenwaffen für die Leute, ne? Sollte ich mich auch nochmal mit befassen. So, weiter geht's. Dann wollen wir mal uns nähern. Scheint, als wären wir fündig geworden. Dass man auch gleich gegen alle auf einmal kämpfen muss, ist, glaube ich... So, am klügsten ist es, wenn man, glaube ich, erst die Mesmerize besiegt, statt die Megamerize. Okay, da ist das große Schwert. Oh! Auf jeden Fall praktisch. Parieren und Kombos. Reagiere auf die Anzeige zum Parieren im Gegner. Ja, ja, das weiß ich doch. Pariert. Konzentrier dich auf den Feind. Also dann. Falschen Knopf gedrückt. Okay. So. Gladiolus. Sturm. Gib ihm. Dann komme ich hinterher. Überraschungsangriff. Auf Angriff. Boah. Überraschungsangriff ist, glaube ich, auch ganz praktisch, wenn ich von hinten erwische. Boah, über 1000 Schaden. Knapp. So, machen wir den Kleinen hier nochmal platt. Yes. Boah, hat er gerade 4000 Schaden gemacht. Alles im grünen Bereich. Der Mega Marais. Ah, pariert. Überraschungskombo. Und markieren. Macht das. Jetzt. Ah, sehr schön. Oh, falscher Knopf. Nee. So, nochmal. Vielleicht drücke ich dann den richtigen Knopf. Ich bin zu langsam, ey. Ehrlich. Aber komm. Sehr gut. Punkt Warp. Mega Marise. Komm ran. Ja, verdammt. Wow.
riecht nach Ärger. Wir haben uns wohl etwas übernommen. Hier rüber. Ist ja noch ein kleiner Mesmerize, der kann auch nochmal draufgehen. Yes. Oh, den hat er wirklich gespürt. Mobangriff. Ich bin irgendwie 30 Meter weg von ihm. Also es kommt. Ja, den haben wir. Parieren. Natürlich. Paraden-Kombo mit Ignis. Wir verstehen uns. Und einer ein drahtiges Schnurrhaar. Das war nicht leicht. BSS. Na gut, ich war einfach zu langsam, aber dass ich mal Technik S bekommen würde, sich den Tag noch erleben darf. Komme ich da jetzt irgendwie per Schnellreise oder so hin? Nee, ne? Obwohl, mein Regalia ist ja da und ich kann zurück zum Regalia machen. Dann machen wir mal so, Quickreise. Ha! Okay, da sind wir schon auf zum Informanten. Da ist er. Der Vogel ist immer noch verstörend. Und geben mal die Quest ab. Willkommen! Willkommen! Jagdauftrag erledigt. Jagdrang 2. Fährtenleser. Prämie für Rangaufstieg ist ein Titanreif. Ein Snack vielleicht? Nö, ich will nur einen Jagdauftrag. Oha. Ist etwas für euch dabei? Schalen knacken. Schleimige Schlacht. Das heißt, als nächstes kämen die Puddinge, aber die sind Level 14. Dann lasse ich die vielleicht erstmal für später. Gute Wahl. Frage ich mich nur. Ich warte jetzt nicht bis dahin. Dann ist es wahrscheinlich von Ort zu Ort. Gibt es dann andere Jagdaufträge? Das heißt, ich könnte wahrscheinlich noch im ersten Ort, wo ich war, andere Jagdaufträge annehmen, oder? Wo waren das? Hier war das, ne? Ortschaft Hammerhead. Nur ich kann da nicht. Ich teste das mal eben. Ich rufe mal meinen Regalia. Achso, nee. Ich spule das mal vor, bis ich in Hammerhead bin und dann gehe ich da nochmal in den Jägershop, um zu gucken, ob ich da Quests habe. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für den Technikfreak wie dich sicher toll. So, jetzt bin ich wieder in Hammerhead, also der. Oh Gott, ey, das war ja völlig unnötig. Der erste Diner, wo ich war. Und jetzt gucke ich einfach mal, ob der dann andere Jagdaufträge hat. Ich glaube, da war irgendwie noch eine andere Quest. Ach, du bist es wieder. Aber dann muss man ja wirklich, wenn das so ist, kompletten Überblick behalten. Das hier sind unsere Problemkinder. Ja. Nächtlicher Niederschlag. Okay, Leute, dann muss man tatsächlich drauf achten. Ah, ich mach den mal. Von welcher Stadt man die Aufträge annimmt. Ich mache hier einmal nächtlicher Niederschlag und guck, ob das irgendwie was bringt. Das Vieh ist nur nachtaktiv, also warte ich bis zur Nacht. Und wenn wir die Quest fertig haben, dann machen wir die Hauptquest mit Dino noch in dieser Folge. Ein Flan. Wo ist er denn? Oh, ist aber weit weg. Aber dann kann ich mir gleich hier dieses Fundding noch sammeln. So, ich spule das wieder größtenteils vor. Euch. Ich bin müde. Wann sind wir denn endlich da? Ich habe jetzt hier unterwegs auch nochmal eine Fundstelle gefunden und zwar genau hier. Mal schauen, was hier ist. Final-Elixier. Okay, weiter geht's. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot. Oh, hier ist auf einmal irgendein Gegner gespawnt. Danke. Ich brauche mit einem geringen Level, die nehme ich nochmal mit. Skorpione. Los, Technik vorwärts. D, was hätte ich denn machen sollen? Ja. Okay, da ist der Flan. Level 15 und es gibt zum Glück auch. Wow! Also mit einem Punkt Warp.
So. Vielleicht sind bei ihm Zauber ganz gut. Wenn ich dann dazu komme, die zu benutzen. Als er den Zauber verkacken, jetzt kann ich erstmal lange nicht zaubern. Ne? Na dann, Gladiolus. Oder so, kann gerade keiner? Doch jetzt, mach Sturm! Ja, okay, mit dem Großschwert mache ich gut Schaden. Der ist auch relativ einfach zu treffen damit. So, einmal kurz meine LP auffüllen. Gladiolus, nochmal Sturm. Naja, dezent Schaden gemacht. Okay, das ist auch nicht gut. Oh, verdammt. Komm, Heiltrank, Noctis. Und Prompto auch. Bin dran. Geht das nur mir so oder ist die Sicht so schlecht? Die Sicht ist so schlecht. Oh, ich wollte rollen. Genau so. Parade-Kombo. So, und Elixir hat doch gemacht, dass die Max-LP wieder hochging, ne? Ja, genau, sehr schön. Ja, aber ihn muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Wo war der Punkt-Warp? Da war der Punkt-Warp. Los, Gladiolus! Jagd sie erledigt. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. So, sehr schön. Es war hier noch eine Fundstelle. Da, die hole ich mir noch. So, was haben wir hier? Wir haben einen Bronzereif. Und einen Eisentitan. Ne, mach ich nicht mit. Aber ich kann jetzt nicht zuletzt unterkommen, wahrscheinlich, weil ich im Kampf bin. Ach ja, kleiner Tipp. Ihr seht den Ausdauerbalken. Wenn da alle ist, müsst ihr im richtigen Moment einfach loslassen, dann kann er weiterlaufen, ohne dass da seine Ausdauer alle ist. Deswegen solltet ihr in den Einstellungen den Ausdauerbalken vielleicht doch einfach mal einschalten, damit ihr nicht immer das Problem habt, dass er quasi ohne Ausdauer da einfach nur so rumtorkelt. Ich zeige euch das nochmal, was passiert, wenn ihr nicht rechtzeitig loslasst. Und zwar... das. Dann kann er erstmal eine Weile nichts mehr machen. So, jetzt warp ich mich aber zurück zum Regalia. Dann komme ich nämlich in Hammerhead raus und gebe die Quest ab. Und da sind wir auch schon. Wow, ich bin gegen die Wand gelaufen. Und geben die Quest hier einmal ab. Wenn er dann irgendwann hier spawnt und ich ihn ansprechen kann. Jetzt. Oh, was darf es heute sein? Jagdauftrag erledigt. Finale Exil über 2000 Gel. Und ich glaube, den anderen Jagdauftrag, den kann ich vergessen. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Da muss ich irgendwie Level 22 oder so. Oh Gott, ja. Nee, den vergessen wir dann mal schnell eben. Passt bloß auf da draußen. Ja, ich bin vorsichtig. Gehe ich jetzt nochmal einmal schlafen, damit meine Leute wieder einigermaßen okay sind. Kann ich ja den direkt hier machen. Übernachten. Noct, heute mache ich dich fertig. Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs.
Oh, es hat sogar bei jedem Verein Level gerade so gereicht. 14 FP habe ich. Talentstufe beim Fotografieren ist gestiegen. Neuer Filter Erinnerung. Na, zeig, was hast du denn hier? So macht man das. Oh, das sieht schon aus. Cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Das ist doof. Das ist auch doof. Hm. Der ist schön. Da hat man wahrscheinlich am Ende des Spiels irgendwie sein eigenes riesengroßes Fotoalbum. So, dann setzen wir jetzt mal die Aufgabe der Deal mit Dino als aktiv. Da muss ich bis da unten hin. Gott, und hier ist auch nochmal eine Fundstelle. Ja, ich watschel da mal hin. So, ich versuche mal hier auszusteigen. Ignis, halt mal an. Verstanden. Also los, Bewegung. Weil auf der Karte, falscher Knopf, auf der Karte ist hier eine Fundstelle. Kann ich die ja gleich mal mitnehmen, wenn ich auf dem Weg bin. Und da sind auch nochmal ein paar Gegner für Erfahrungspunkte, ist auch gut. Kann man ja immer mal gebrauchen. Zertrümmert. Ah, verdammt. Ich bin überwältigt. Oh ja, sehr schön. Warp-Angriff. Du bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Okay, war's das? Das war einfach. SDS, ah, ein bisschen. Ein paar Erfahrungspunkte gab's ja. So, hier ist die Fundstelle. Na, was ist da drin? Granatarmband. Ah, da hinten ist auch noch eine Fundstelle. Die nehme ich mir da auch nochmal mit. Ah, falscher Knopf. Krieg ich das nicht hin. So. Wie weit wollen wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Oh, jetzt wurde ich überraschen von Disney, Tatui. Aber die können ja nichts. Bam, bam, bam. So, da geht's weiter. Klingt, als würd's dir blendend gehen. Oh, irgendein Feind. Ah, wieder Tatu. Saoti. Verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. So, und was finden wir hier? Mega Phönix. Sehr schön. Dann kann ich den Punkt mal zurücksetzen und zurück zum Regalia. So, auf dem Weg zur Quest gibt es jetzt hier auch nochmal eine Fundstelle. Den nehmen wir dann auch gleich mal mit. Halt mal an. Also anhalten. Verstanden. Schon wieder latschen. Und ist zum Glück direkt hier an der Straße. Es ist ein Finale, Alex, hier. Sehr schön. Dann kann ich jetzt weiterfahren. Okay, wir sind angekommen. Dann steigen wir mal eben aus. Und hier geht's lang. War eine Falle, es geht doch noch weiter. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen. Und dann wird mir irgendwie was angezeigt. An Items, die möchte ich ja dann natürlich gerne nochmal mitnehmen. Und die sind auch nochmal Gegner. F
Fangen wir mit den Gegnern an. Da holen wir uns die Items. Na, Mesmerize Gegner wieder. Ja, komm, wenn ich dafür jetzt kein S rankriege. Oh, AAS. Das gibt's aber nicht. Ich fand, das war gar nicht mal schlecht. War wahrscheinlich mein ästhetischster Kampf, den ich bis dato abgeliefert habe. Egi-Wurzel. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ha! Sehr schön. Da hat sich das ja auch gelohnt, mal da lang zu gehen. Hier oben liegt auch noch was. Ist das jetzt hier an der Ecke oder muss ich da oben? Nee, ist hier an der Ecke, sehr schön. Eos-Erbsen. Wow! So, da ist der Weg. Und dann geht's in eine Mine oder was? Zum Mineralvorkommen begeben. Okay, da sind schon mal. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Regenbogenstaub. Aber das ist noch nicht das, was ich brauche. Sag mal, müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Ja. Scheiße. Dickes Terrorhühnchen. Oh. Ja, ja, ich bin. Vorsichtig. Ah. Ah. Eieieiei. Und wegrennen. Nee, ich kann noch nicht rennen. Muss wahrscheinlich erst weit genug von ihm weg sein. Eine Qui-Qui-Bohne. Ja, das Gefühl von Größe kam jetzt auf jeden Fall gut rüber. Dino den Edelstein geben. Dino Spumoni. Kann ich da irgendwie von hier? Ne, ich muss wahrscheinlich erst zum Regalia zurück. Aber das kann ich von hier aus irgendwie auch nicht machen. Warum nicht? Gibt's Fallschaden? Oh nein, ich kann da gar nicht runterspringen. Oh. Oh nein. Oh mein. My fucking goodness. Oh. Schnell zum Auto. Nein, jetzt habe ich die Ausdauer alle werden lassen. Ah. Warum macht ihr das denn mit mir? Ah. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Das Auto mich anfährt? Nö, ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Dino den Rohedelstein geben. Boah, mein armes, altes Herz. Hoffentlich. Herzlich willkommen bei uns. So, wenn ich hier bin, kann ich ja mal was essen. Und ich habe mir noch gar nicht die Ortsinfos eingeholt. Refugium wurde eingezeichnet. Parkplätze. Ortschaften.
Oh, da ist sogar eine Sammelstelle und eine Fundstelle. Ganz vergessen, dass man das ja eigentlich bei jedem Ort mal machen sollte. Oh, ist der so lecker aus. Und es ist alles so teuer. EP-Gewinn um 10%. Klingt aber einladend. Dann gibt es noch einen Muschelgratin. Guten Appetit. Stärkt alle Statuswerte und erhöht den EP-Gewinn um 10%. LP Maximum um 500. Ah, schon krasse Werte. Dann gibt es nochmal FP 2 oder was? Oder heißt das nur, dass ich 2 FP habe? Wahrscheinlich so rum. Und Jagd, was habt ihr hier eigentlich im Angebot? Mit diesem Tier haben wir unsere Probleme. Oh. Schrecken der Sonnenanbeter. Blutscheren. Kann ich auch mal annehmen. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Ja, schon. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Bin bemüht. Ich mach trotzdem meine Aufgabe hier, Deal mit Dino erstmal zu Ende. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei falsche Richtung. So gut schmeckt's nur an der. Boah, ich krieg's nicht hin. Jetzt. Was war das? Achso, das hatte ich schon mal gelesen. Die Treppe runter. Und da ist Dino Spumoni. Edelstein. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Bin ich voll. Okay, mal gucken, was passiert. Habt ihr schon gepackt? Okay, wenn du fortfährst, kannst du fürs Erste nicht mehr umkehren. Bist du dir sicher? Nee, bin ich nicht. Kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge nochmal 1-2 Jagdaufträge und gucken, ob wir dann schon die Überfahrt machen. Mehr für uns. Klar, wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind das handgemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Aber vielleicht steckt unter der harten Schale doch ein weicher Kern. Oh, klingt, als wären wir aus demselben Holz geschnitzt. Ich glaube, seins ist ein paar Nummern härter. Genau, und nicht nur im Kopf verbaut. Okay, Leute, das war's dann mit der Folge. Daumen nach oben ist super. Abonniert gerne den Kanal, teilt das, kommentiert, was auch immer. Tschüss. Ich gehe angeln, glaube ich. Ja, ich gehe angeln. Tschüss. Wie wär's mit einer Massage?